Zugeschaltet ist uns jetzt Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie an der Universität Göttingen, einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands, der sich besonders auch mit der Entwicklung von Kindern befasst. Guten Abend, Herr Professor Hüther. Guten Abend, Frau Slomka. Wenn ich das, was Sie bisher zu diesem Thema gesagt haben, richtig verstehe, dann sagen Sie, ADHS ist keine Krankheit, keine Hirnstörung. Es wurde in der Vergangenheit so betrachtet, aber wir wissen ja inzwischen, dass das Gehirn der Kinder sich sozusagen selbst entwickelt. Und da braucht man Erfahrungen, und bestimmte Erfahrungen machen Kinder wahrscheinlich heute zu selten. Dafür machen sie ungünstige Erfahrungen zu häufig. Wie erklären Sie sich denn, dass die Diagnose ADHS, dass die so rasant angestiegen ist, dass immer mehr Kinder und vor allem Jungen das zu haben scheinen? Es ist bequem für alle Beteiligten. Die Eltern sind froh, dass es ein angeblich genetisches Defizit ist, was die Kinder haben. Die Ärzte sind froh, dass sie mit so einer einfachen Pille alles heilen können. Die Lehrer sind froh, dass endlich sie nicht dafür verantwortlich sind. Und am Ende die Pharmaindustrie ist auch froh, dass sie damit so viel Geld verdient. Es ist eine schwierige Situation. Mit diesem Ritalin-Medikament. Aber für viele Eltern und auch vor allem für die Kinder steht da ja auch wirklich ein wahnsinniger Leidensdruck hin. Also es gibt ja auch Eltern, die sagen, dieses Medikament ist die einzige Chance, sonst könnte ich das Kind nicht länger zur Schule schicken. Es gibt Entwicklungen, die sind so schwer, dass man nicht mehr weiß, was man machen soll. Aber man muss eben immer daran denken, dass wenn das Medikament diese Regulation im Hirn übernimmt, dann kann das Kind das gar nicht mehr lernen, es selbst von sich aus zu regulieren. Es geht ja um Impulskontrolle und um die Fähigkeit, auch mal ein bisschen Frust auszuhalten, eine Handlung zu planen. Und das also alles muss sich alles im Hirn entwickeln. Das kann sich nur entwickeln, wenn Kinder dazu Gelegenheiten haben. Waren denn die Kinder früher anders? Die waren nicht anders, das war immer schon so. Aber es gab vielleicht noch nie eine Zeit, wo Kinder so wenig Gelegenheiten hatten, zu zeigen, was sie drauf haben. Wo die gemeinsam mit anderen Aufgaben und Probleme lösen. Und heute werden sie eben doch sehr stark verschult. Also sie werden ständig unterrichtet, aber bekommen zu selten Gelegenheit zu zeigen und zu erfahren, wie schön das ist, wenn man auch mal einen Impuls unterdrückt, weil man irgendwas besonders gut hinkriegen möchte. Aber man sucht doch auch in den Schulen nach immer neuen Formen des Unterrichts, also dieser klassische Frontalunterricht. Wie Sie und auch wie ich den noch gehabt haben, der wird ja eigentlich immer weniger gemacht. Ja, aber dann wird Projektunterricht gemacht, in dem die eigentlich auch keine großen Möglichkeiten finden. Solche Aufgaben, an denen Kinder wachsen können, die sind schon ein bisschen tiefgreifend. Es gibt Schulen, in denen das wunderbar funktioniert. Und dort gibt es Schulfächer, die heißen Verantwortung oder Herausforderungen. Und dort lernen Kinder gemeinsam mit anderen, sich auf den Weg zu machen, um was zu entdecken oder was zu gestalten. Oder noch wichtiger, sich um etwas gemeinsam zu kümmern. Kinder wollen wichtig sein, die Jungs ganz besonders. Ich glaube, die trifft es deshalb am stärksten, weil sie in dieser gegenwärtigen Gesellschaft einfach kaum noch Möglichkeiten finden, einfach mal zu zeigen, dass sie was drauf haben und dass sie wichtig sind. Wenn man die Kinder fragt, warum sie in die Schule gehen, sagen die heute, weil ich muss, und das ist kein guter Zustand. Muss man aber nun mal in die Schule gehen, und was können Sie denn verzweifelten Eltern raten? Nicht jeder hat jetzt diese ganz tolle, auf schwierige Kinder eingerichtete Schule um die Ecke. Ein ganz guter Tipp ist vielleicht, dass Eltern nochmal darüber nachdenken können, was sie gemeinsam mit den Kindern unternehmen können. Und zwar nicht so sehr Freizeit, sondern dass sie sich gemeinsam mit den Kindern um etwas kümmern. Dass sie gemeinsam mit den Kindern auf Entdeckungsreisen gehen, dass sie gemeinsam mit den Kindern was gestalten. Es ist auffällig, dass Kinder, die beispielsweise bei den Pfadfindern sind, viel seltener ADHS haben. Dass Kinder, die auf dem Land leben, wo es viel zu tun gibt, wo man sich gemeinsam um was kümmern kann, auch seltener ADHS haben. Und die Studie zeigt ja auch, dass die Eltern, die schon etwas älter sind, auch offenbar es besser verstehen, diesem Familienleben für die Kinder einen Raum zu geben, in dem die dann mit den Eltern gemeinsam sich um etwas kümmern. Ich glaube, das ist die eigentlich wichtige Thematik. Herr Professor Hüther, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.